eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Willst du es probieren? Na, nimm's. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Alter. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich sehe. Ich sehe noch welche. Du hast Talent. Noch. Was dachtest du denn? Wunderbar. Da. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Na gut, oder auch nicht. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht, ist es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Jetzt laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ohoho. Totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Oh.
Oh, komm schon. Gut gemacht. Noch ein paar mehr. Das ist echt weit, oder? Warte, bis ich Joel davon erzähle. Drei noch. Der Herz in der Luft. Hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Fühlt sich nicht der Wahnsinn, was? Oh, das ist ein Wahnsinn. Das gibt's nicht, oder? Ich weiß, wir sollten diese Leichen hier wegschaffen. Aber ich sage, wir lassen. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay, gehen wir. Na dann. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja. Zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Truppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja,
sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist wie sie. Was wird das? Rückladen geht's da hoch. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Na dann auch zum Musikladen. Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, ja. Na dann durchs Hotel. Ach, verdammt. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Willst du was? Ich suche. Jupp, ich suche. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Dankeschön. Ach du Scheiße. Ich dünn, ha? Ich dünn, ha? Ich finde das hier gruselig. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht.
Oh ja, das ist eine geile Atmosphäre hier. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wo kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst wirken, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Er ist bestimmt nur herumgeirrt. Ach so. Scheiße, Mann. Hier lang. Okay. Schalten wir sie aus.
Oh. Ich wollte ausweichen. Das waren jetzt ganz schön viele. Das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Na gut.
sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Na, geh weiter. Oh, das ist spannend. Ich merke gerade, ich überziehe wahrscheinlich schon bei Längen. Ausgewichen. Ausweichen. Geschafft. Oh ja, das war wirklich. Haben wir. Alles klar? Außer dass ich echt alt bin. Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. Was machst du da? Was, wenn A2 Bloater lauer? Das wird schon. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Sie sind zusammen, oder?
Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Kannst du dich da durchzwingen? Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Hey! Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm.
Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammelt Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay, wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Das machen wir aber das nächste Mal. Es hat eh schon lang genug gedauert, die Folge. Ich bin der Fangamer. Wir begleiten Ellie weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao und Baba.